Gut. Ja, wie man dem Video auch spätestens entnehmen kann, leider auch ein sehr aktuelles Stück. No Small Thing von Tears for Fears von ihrem Album The Tipping Point. Ich frage mal direkt, weil wir haben gerade festgestellt, das zieht sich auch ein bisschen durch die Sendung durch, irgendwie bei jedem Stück jetzt irgendwie warme Gitarren scheinen gerade wieder ein großes Thema zu sein. Das Stück fing jetzt auch mit sehr warmen Gitarren an. Auch ein bisschen Amerikaner war da mit drin, würde ich sagen. Deswegen frage ich mal die Expertin, wie fandst du es denn? Wunderbar. Also ich sehr überraschend für mich tatsächlich, weil Tears for Fears kenne ich auch und natürlich, ne, Shout und dann das Comeback mit Sowing the Seeds of Love und No. so. Und dass es so ein ganz anderer Stil ist, finde ich sehr spannend. Und gleichzeitig, wie sich dann das Stück so entwickelt hat, dass dann einfach ganz unmerklich eigentlich die Band so reingekommen ist und dann der Bass klingt ja fast ein bisschen wie Paul McCartney, einfach vom Sound her und dann auch, ne, harmonisch auch höre ich Beatles-Anklänge und auch Ja. eben alte, ja, Tears for Fears, Reminiszenzen quasi. Und das fand ich toll, weil das so eine Überraschung dann war. Und ich meine, das Video ist so intensiv und Ja. so, ja, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe mich so, ne, treiben lassen von den Bildern und plötzlich ist es halt sehr intensiv und sehr verstörend. Ja, genau. Es fängt so sanft an und man denkt, es könnte jetzt auch ein ganz sanftes Liebeslied einfach nur sein. Und dann geht es doch um mehr offensichtlich, wie man dann auch irgendwie spätestens an den Bildern gemerkt hat. Ja. Genau. Das finde ich großartig. Du hast Ganz, es ganz toll. angesprochen, Tears for Fears haben eine lange Geschichte für die, die sie gar nicht mehr kennen, weil sie vielleicht haben wir ja doch die eine oder andere junge Zuhörerin, würde mich freuen. Tears for Fears haben ja in den 80ern schon angefangen. 1981 waren sie noch beide in einer Band, so als Schüler, die mehr so Ska und Pop gemacht hat, haben dann aber 1983 ihr erstes richtiges Album als Tears for Fears rausgebracht, The Hurting. Ein Album, das stark elektronisch war, New Wave. Und man hätte sie damals als klassische New Wave-Elektronik-Band eigentlich abtun können, aber man merkte dann an ihrer späteren Entwicklung, dass das halt nur wahrscheinlich so eine Phase war, weil gerade das die Instrumente der Stunde waren und man damit auch relativ günstig Musiker ersetzen konnte, also mit elektronischem Schlagzeug arbeiten konnte, etc. Nach wie vor eins meiner absoluten Lieblingsalbum, dieses Album The Hurting. Der Name des Albums und auch der Name der Band, Tears for Fears, was ja so eine Art Therapie ist, die aus der Schreitherapie war es, glaube ich, irgendwie, dieses Tears for Fears ist also aus einem Psychologen, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, es ist irgendeine eine psychiatrische oder psychologische Therapie. Ich glaube, es war die Schreitherapie, aus der dieser Name, dieser Begriff Tränen statt Ängste stammt. The Hurting, die Kindheit von Roland Orzabal, einem der beiden Songschreiber und Sänger, war wohl auch nicht so besonders schön. Und darum geht es vor allen Dingen bei diesem Album. Dann kam, wie du schon gesagt hast, der ganz große weltweite Hit mit Shout und Everybody Wants to Rule the World. Spätestens da sollte auch bei jungen ZuschauerInnen was klingeln, weil man diese Lieder auch heute noch im Radio oder auch vielleicht mal an anderen Gelegenheiten sicherlich hört. Das Album Songs from the Big Chair, was ich damals faszinierend fand an Tears for Fears, war, sie haben in ihrer hauptaktiven Zeit drei Alben gemacht, nämlich das The Hurting, das Songs from the Big Chair und dann eben The Seeds of Love, das kam 1989. Und alle drei Alben klangen komplett unterschiedlich. Das erste war halt dieses sehr elektronische, das zweite war dieser mehr etwas rockiger mit Band, zwar auch noch ein bisschen Elektronik, aber schon mehr, wir klingen jetzt mehr wie eine Rockband auch, Shout schon im weitesten Sinne, hat ja sogar ein Gitarrensolo, das wäre auf dem ersten Album noch nicht denkbar gewesen. Und dann eben The Seeds of Love, ein Album, das mit einer extremen Beatles-Hommage anfing, The Seeds of Love, und dann mit Jazz und Blues und Soul-Einflüssen. Olita Adams, die Sängerin, die sie damit einfach noch in die Band geholt haben, mit der haben sie auch noch zwei, drei tolle Stücke dann auf dem Album gemacht, Woman in Chains zum Beispiel. Fantastische drei Alben, dann gab es leider den Knatsch, den Bruch. Roland Orzabal hat zwei Alben, Entschuldigung, alleine gemacht, immer noch unter dem Namen Tears for Fears, die jetzt nicht so ganz schlecht waren, aber auch nicht mehr dieses, wir machen jedes Mal ein kleines Meisterwerk fortgeführt haben. Ich muss aber auch sagen, The Seeds of Love hat, glaube ich, auch Kraft gekostet und Geld. Also die hatten wahnsinnig viel Geld natürlich auch gemacht für die Plattenfirma auch mit dem Vorgängeralbum, vor allen Dingen Songs from the Big Chair, und haben, glaube ich, jahrelang unfassbares Geld ausgeben dürfen in Studios für die Produktion, haben dann
ewige Minuten, Stunden Musik aufgenommen mit den tollsten Musikern, Pino Palladino am Bass, Phil Collins teilweise am Schlagzeug und dann immer nur die Schnipsel rausgesucht, die ihnen gefallen haben. Also eine unfassbare Arbeit da auch reingesteckt. Die dekadenten 80er, ne? Genau, irgendwo noch, obwohl das natürlich dann schon, ja genau, es war Ende der 80er, genau. Und das hat sich dann ein bisschen verändert und sie sind 2004 wieder zusammengekommen, haben nochmal ein Album gemacht, das eher so diesen Beatlesken Anklang hatte. Und dann haben sie eigentlich weiter zusammen Musik gemacht, wurden allerdings nochmal ein bisschen rausgerissen. Also was dieses Album auch ein bisschen beeinflusst hat, ist in diesem Falle der tragische Tod der Frau von Roland Orzabal, was er in dem, unter anderem auch in dem Song The Tipping Point mitverarbeitet hat, ich glaube auch noch in anderen Stücken. Haben dann länger noch an diesem Album gearbeitet, waren kurz davor, sich wieder zu trennen, bis sie gemerkt haben, was uns stört, ist gar nicht so sehr, sind wir, sondern unser Management ist irgendwie das Problem. Mhm. Dann haben sie das Management gefeuert und gesagt, wir machen lieber weiter zusammen Musik und haben nochmal das Album neu überarbeitet. Und manchmal an einigen Stellen finde ich es persönlich fast ein bisschen zu saturiert, etwas zu überladen. Wobei ich auch bei diesem Stück, was wir gerade gehört haben, No Small Thing, tatsächlich zuerst gedacht habe, fast hätte ich es schöner gefunden, jetzt mal ganz ohne das Video macht natürlich nochmal eine andere Ebene auch, hätten Sie das Stück beendet bei diesen sanften Klängen, also nur aus diesen ersten Teilen das Stück gemacht. Wenn der Refrain kommt, denke ich erstmal, ach, den hätte ich gar nicht gebraucht, dass jetzt noch so ein großer Refrain hinten dran kommt, sondern wäre das ein anderes Stück geworden. Aber ich verstehe jetzt, nachdem ich dieses Stück inzwischen auch ein paar Mal natürlich gehört habe, verstehe ich schon, warum sie es gemacht haben und finde es auch gut. Aber das ist manchmal bei diesem Album so, dass man denkt, okay, hier haben halt zwei Herrschaften in einem sehr gestandenen Alter ein Alterswerk gemacht, das jetzt nicht mehr ganz modern sein will. Aber es klingt auch definitiv nicht nach Retro. Wir machen einfach nur das, was wir früher gemacht haben. Sondern das haben sie ganz gut hingekriegt, finde ich tatsächlich. Du hörst Anklänge, du hast es gesagt. Der Schlagzeugeinsatz beispielsweise jetzt gerade in dem Stück hat sehr an klassische Tears for Fears erinnert. Und es gibt immer mal so ein paar Elemente. Das heißt also, wir zeigen auch ruhig mal, so sehen sie heute aus. Es sieht eben auch ein bisschen anders aus, als das früher der Fall war. Das ist natürlich insbesondere bei Roland Orzabal mit langen Haaren und Bart der Fall, dass das Alter dann einfach auch schon ein bisschen zuschlägt. Das passt irgendwie aber alles ganz gut. Ein stimmiges Album. Und wer jetzt nicht unbedingt den modernen heißen Scheiß sucht, sondern ein schönes, wirklich gut produziertes, gut auch von den Songs, mit sehr guten Songs bestücktes Album Tears for Fears, The Tipping Point, kann man dann auf jeden Fall. Ich finde das sehr spannend, weil du das erwähnt hast, eben die ersten Alben. Ich finde, man kann das ganz sehr an dem Gesangssound festmachen, weil der Gesangssound auf den ersten Alben ist einfach ein anderer. Da ist nochmal so seine, er hat ja eine sehr, sehr kraftvolle Stimme und so ganz großes Volumen. Das ist da sehr rausgekommen und hier hat so den Mut auch zu so einer Intimität. Also es ist eine ganz andere Facette, finde ich, die sich so zeigt bei ihm. Wobei man noch sagen muss, es sind zwei Sänger. Es sind zwei Leute und beide singen tatsächlich. Ja. Und zum Beispiel Shout ist Roland Orzabal gewesen und Everybody Wants to Rule the World, die etwas mehr so Kopfstimmenlastige, die man hier auch ein bisschen stärker gehört hat, das ist Kurt Smith. Ja, ne, also aber der Anfang, also von dem Song, ne, ja, von den wir gehört haben, das war doch Roland Orzabal. Die ersten. Ja, ich glaube, ne? Tatsächlich, ja. Genau. Das glaube ich schon. Ja, genau. Ja, ja, also, The Tipping Point, Tears for Fears, auch bereits, wie man sieht, erschienen.